Moin, liebe Freunde von Tamrielen, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part und einer neuen Aufnahmesession von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition. Ja, du brauchst nicht so zu gucken, es ist wirklich so. Selber Tag, aber am Abend, nach der Arbeit. Ich bin gerade frisch nach Hause gekommen quasi. Hab kurz auf Twitch geguckt und festgestellt, jo, streamt keiner, alles klar. Also, Lars, aufnehmen, jawohl. Letzte Skyrim-Aufnahme, bevor ich mich an Tiberian Twilight dran mache. Mhm, toll. Ihr wisst also nichts über dieses Haus? Nein. Habt ihr gesehen, dass jemand hinein- oder hinausgegangen ist? Seltsame Lichter, ungewöhnliche Geräusche. Es ist verlassen und das war schon immer. Und Tobirama. Entschuldigt, aber wisst ihr etwas über dieses Haus? Habt ihr gesehen, dass jemand hinein- oder hinausgegangen ist? Nö, ich weiß nicht. Verdammt. Scheinbar leidet jeder in dieser Stadt unter Amnesie. So, so. Ich gehöre zu den Wächtern von Stendar. Nein. Wir vermuten, dass dieses Haus zur Daedra-Verehrung missbraucht wurde. Böse Rituale und so weiter. Aha. Braucht ihr vielleicht Hilfe? Ich wollte eigentlich gerade hineingehen. Gut, jemanden zu haben, der mir den Rücken deckt. Aha. Folgt mir und seid wachsam. Daedra sind mächtige und verschlagene Kreaturen. Nicht alle. Man weiß nie, was einen erwartet. Nicht alle. Azura ist wirklich eine gute. Kann man nichts gegen sagen. Die ist wirklich gut. Haus des Schreckens, ja. Durchsuche das verlassene Haus. Wie viel Loot haben wir? Ja, komm. Das passt. Rein in den Aal. Geht los. Ja, ich hab... Essen. Keine Fäule an den Möbeln. Jemand ist hier gewesen. Und das vor kurzem. Aber die Leute, die ich befragt hatte, haben niemanden gesehen, der hinein- oder hinausgegangen ist. Tja, vielleicht haben sie ja alle gelogen. 3 Dietriche, 41 Gold, ein großer Seelenstein und tödliches Gift. Moment, habt ihr das gehört? Ich glaube, das kam von da hinten. Renn doch nicht so schnell. Ich will doch erstmal looten. Was ist das? Etwas ist hier im Haus. Los, wir gehen der Sache auf. Jetzt warte doch mal. Mein Gott, immer dieses Überschnelle. Was soll denn das? Boethias Prüfung hier? Oh, Glas. Sehr gut. Baumaterial. Wunderbar. Kommt raus. Wir wissen, dass ihr da drinnen seid. Da ist noch eine Tür. Versucht doch, sie zu öffnen. Da, Stroh. Geil, Baumaterial. Das fängt ja richtig gut an hier. Oh, ich höre das Geräusch jetzt auch. Oh ja. Uiuiuiui. Ja, das klingt interessant. Das hört sich sehr nach was Mächtigem an. Stendars Gnade. Das ist kein gewöhnlicher Daedra. Wir müssen Hilfe holen. Schwach. Er ist schwach. Und ihr stark. Zermalmt ihn. Los, gehen wir. Das ist übrigens die Stimme von Ric Flair. Also die deutsche Synchronstimme von Ric Flair aus Uprising, habe ich übrigens nicht gesagt. Aber der hat ihn gesprochen. Wir verschwinden von hier. Jetzt. Nein, ich soll dich zermalmen. Und das tue ich. Ich lade mal. Ich glaube, das Spiel steckt ein bisschen fest. Hallo? Eigentlich sagt der Daedra, der hier lebt, noch ein bisschen mehr. Oder hat man ihn gekürzt? Wir verschwinden von hier. Jetzt! Raus aus meinem Kopf, Daedra! Ihr werdet töten. Ihr werdet töten. Oder ihr werdet sterben. Ich will nicht sterben. Ich kann hier nicht sterben. Der Daedra hat uns. Jetzt müssen wir es ihr oder ich. Hast du gedacht, ich hätte etwas gehört?
Du bist kein Gegner für mich. Ja. Eure Belohnung wartet auf euch, Sterbliche. Weiter unten. Ich sehe gerade sehr wenig. Ich mache euch mal ein bisschen Licht. Moment. So. Ich habe nämlich versucht, bei OBS die Helligkeit einzustellen, aber aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich wird jetzt irgendjemand was anderes schreiben, schon klar. Aber ich habe leider nicht feststellen können, dass man das irgendwie einstellen kann. Oh, Milchkrug. Soll das etwa bedeuten, er sei ein Milchtrinker? Eieieiei, hier war ja was los. Flog alles wild durch die Gegend. Ja, es ist ein mächtiger Daedra und ein alter Bekannter von uns. Das heißt, wenn ihr Morrowind gesehen habt und Oblivion, dann ist es... Weiter, tiefer in die Eingeweide. Das klingt verkehrt, aber ist okay. Oh, spüre Wind. Also nicht ich, sondern Sven Lars. Kannst mal die Augen reiben, so. Ist ja alles Met hier. Das war knapp. Euer Preis wartet auf euch. Mhm. Ah ja. Mhm. Wen haben wir denn hier? Glaubtet ihr wirklich, Molagbal, der Peiniger der Menschen, würde euch so einfach belohnen? Was seht ihr von diesem kleinen Käfig aus? Sagt es mir. Momentan gar nichts. Ich kann nicht hochscrollen, aber es ist ein Altar mit einem rostigen Streikkolben. Ein Streikkolben, er ist verrostet. Verrostet? Vertrocknet? Früher tropfte das Blut der Schwächlichen und Minderwertigen nur so von diesem Streitkolben herunter. Aber auch ein Daedra-Fürst besitzt Feinde. Und meine Rivalin Boethia hatte ihren Priester angewiesen, ihn zu entweihen. Ihn verrotten zu lassen. Bis ihr kommt. Verstehe. Wollt ihr Rache an Boethia nehmen? Rache? Nein. Ich will Unterwerfung. Der Priester, der das getan hat, soll vor mir niederknien und mir seine Seele geben. Er kommt, um Boethias widerwärtige Rituale an meinem Altar durchzuführen. Aber jetzt wird er vermisst, gefangen und gebunden, zurückgelassen, um zu verrotten. Verschont ihn. Lasst ihn sein Ritual ein weiteres Mal ausführen. Und wenn er es tut, werden wir auf ihn warten. Alles klar. Das ist doch mal eine klare Ansage, nicht wahr? Jo, Molagbal, der hier tatsächlich eine... Ja, ich sag mal, eine größere Rolle einnimmt als so manch anderer Daedra-Fürst. Tatsächlich, was ich damit meine, ich werde es natürlich nicht verraten. Ich hoffe zumindest, dass ich das nicht tue, dass ich mich nicht verplapper oder sowas. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ja, der hat sich schon mal erledigt. Übrigens, wenn man an ihn vorbeigegangen würde, hätte er jedes Mal wieder aufs Neue gefragt. Und das ist auf Dauer ziemlich nervig. Deswegen habe ich uns das mal erleichtert. In der Bruchturmschanze. Okay. Ich glaube aber, Molagbal wird es mir erlauben, wenn ich erst einmal kurz die Sachen, die ich bisher bekommen habe, zu verkaufen. Ist bloß das Marktgesindel. Wir sollten uns wieder an die Arbeit machen. Ihr da, wenn ihr hier handeln wollt, dann tretet an die Theke. Ihr geht jetzt besser. Lisbeth, ich sehe nur... Erst sagt sie zu mir, ich soll handeln, und dann nein, sagt sie zu mir... ich bin nicht Arnleif. Ja, ich weiß, der Laden heißt Arnleif und Söhne. Marktplatz wurde angegriffen. Nein, als ob die Geschäfte nicht schon schleppend genug liefen. Jetzt herrscht auch noch Gewalt auf den Straßen. Es waren die Abgeschworenen, nicht wahr? Ich verliere wegen dieser Barbaren jedes Jahr Dutzende von Lieferungen. Und jetzt sind sie schon in der Stadt? Die Götter stehen uns bei.
Naja, Barbaren würde ich sie nicht nennen. Sie haben schon ihre Gründe, warum sie es machen. Dieser Laden hat schon bessere Tage gesehen, oder? Oh, bei den Göttern. Ist es derart offensichtlich? Wenn mein Gunnar doch nur am Leben wäre und mich so sehen könnte. Dieser Laden wäre endlich wieder auf dem Damm, wenn ich meine letzte Lieferung nicht bei einem abgeschworenen Überfall verloren hätte. Eine handgemachte Dibella-Figur. Bietet ihr eure Dienste an? Vielleicht als Söldner? Ich würde euch bezahlen, wenn ihr mir die Figur von den Abgeschworenen zurückholt. Ich mache es. Ich danke euch. Auf euch wartet bei eurer Rückkehr ein Batzen Gold. Geil. Gold ist gut. Tiefenwald, Alter, jedes Mal Schanze. Das ist ja schrecklich. So, wie spät haben wir es ja? Oh, 1 Uhr morgens. Okay, dann sollten wir mal ein bisschen warten. Also, wir haben jetzt 2 abgeschworenen Quests am Hals, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber haben wir einen Auftrag. Und da wir ja sowieso unsere Einhandkunst wahrscheinlich jetzt auf 100 kriegen werden. Ich weiß, ich habe die Errungenschaft schon bekommen, ja, aber das lag daran, weil ich die... Ich bin nicht Arnleif. Achso. Ja, ich weiß, der Laden heißt Arnleif und Söhne. Treten Sie bitte an die Ladentheke, junge Frau. Danke. Ich liebe es, Ockmund im Gasthaus beim Singen. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Ja, Skalde, so bezeichnen, so werden die, Baden in Himmelsrand bezeichnet. Als Skalden. Sowas ähnliches. Ich glaube, das soll Kampfbaden heißen, sowas ähnliches. Also, dass sie auch kämpfen können halt. Hast du zufälligerweise... Nein. Hast du leider nicht. Das ist schade. Sogar sehr schade. Aber gut, man kann nicht alles haben im Leben, nicht wahr? Ja, ich sehe schon. Ich habe einige Sachen, die ich mal loswerden sollte. Oh Gott. Die Ringe werde ich überhaupt nicht los. Das werde ich gleich schön bei mir in die Truhe stopfen. Genauso auch das hier. Ich wäre schön blöd, wenn ich das zum Verkauf anbieten würde. Oh Gott, ich habe viel zu viel Loot. Wow, sie hat genau ein Zauberbuch. Ja, komm, dann gib mir die paar Tränke, die du hast. Vielleicht verliere ich dadurch ein bisschen Geld, dann ist es halt so. Mein Gott. Wir sind ja nun wirklich wohlhabend genug, um das zu überstehen. Mittlerweile. Und selbst... selbst das ist zu viel. Ey, das ist nicht wahr. Ja, komm, dann gib mir die beiden Ebenerzbaren noch. So. Kriegst du den? Oh Gott. Noch mehr. Eisenerz hat sie noch. Eisenerz kriegst du ja wirklich hinterhergeschmissen. Ne, von ihr. Ja, komm, dann gib mir noch die Pfeile. Pfeile. Eigentlich Schwachsinn, aber was soll ich machen? Ich will die Kette loswerden. Und die Differenz ist mir noch ein bisschen zu hoch. Magiker regeneriert sich 80% schneller. Das klingt sehr geil. Den werden wir mitnehmen. Aber sowas von. Und dann kriegst du den. Freunde, ich glaube, ich werde gleich mal den Ring tauschen. Da werden wir auf jeden Fall den Ring des Wiedererwachens ausrüsten. Aber auf jeden Fall. Ihr könnt jederzeit wiederkommen, wenn ja, ich weiß. Danke und tschüss. So, jetzt haben wir noch dazu ein bisschen Baumaterial. Das ist gut. Und wir haben 2 Quests zu erfüllen. Ich würde aber gerne... Und ja, ihr seht übrigens richtig, die Kartenperspektive ändert sich je nach Position immer mal so ein bisschen. Das ist ein bisschen doof, aber man gewöhnt sich dran. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich gefreut habe, Skyrim aufzunehmen. Das glaubt ihr echt nicht. Ich bin so besessen von diesem Spiel. Das ist irre. Es macht einfach Riesenspaß. Mensch, das passt ja richtig gut. Machen wir einen Stahlbarren und einmal Korundum. Passt ja wunderbar. So. Nein, ich habe nicht Ach, guck mal. Ich hatte doch sogar noch eine Ebenerz-Axt. Ach, du Scheiße. Das geht da rein. Das geht da rein. Auch wenn wir das Amulett schon mittlerweile zigtausendfach haben. Obwohl, warte mal. Das können wir ja eigentlich mitnehmen nach Mortal, ne? Gib mir nochmal das Amulett von Stender. Ich nehme das mal mit nach Mortal. Können wir das dort schon mal verwerten. Und ja, warum auch immer, ich habe die fein gemahlenen Salze der Leere immer noch. Ich habe keine Ahnung, warum. Eigentlich hätte ich die abgeben müssen, aber irgendwie
durfte ich die behalten. Keine Ahnung. Ist alles ein bisschen komisch. Hier ist noch ein Silberbarren, Stahlbarren. Nehmen wir mit. Wo ich das gerade sehe. Ich wollte jetzt eigentlich nur... wo ist das denn jetzt? Amulett von Stender, genau. So, dann haben wir das. Die Tränke, ganz klar. Alles, was nicht ewiger Trank, Heiltrank ist, fliegt raus. Und ich habe auch schon überlegt, ich glaube, die nächsten Level-Ups, die wir ab jetzt bekommen werden, werde ich wohl für Ausdauer nutzen, damit wir noch mehr Gewicht mitnehmen können. Dass wir uns so langsam mal an die ersten Ruinen ranwagen können, an die ersten Dwemer-Ruinen. Nein, das Baumaterial kommt schön mit uns. Das brauche ich nicht, das brauche ich auf jeden Fall, das kommt auch mit. Auch die veredelten Mondsteine kommen alle mit. Ich bin mal gespannt, wie sich der Ring jetzt auswirken wird. 80% ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Da bin ich mal sehr gespannt, wie der sich auswirkt. So. Dann wollte ich sowieso mal in die Truhe gucken, wegen Eisenerz. Wie sieht das hier aus? 301. Wir warten noch. Das ist noch ein bisschen zu wenig. Aber wenn ich mal bedenke, was wir beim letzten Mal bauen losgeworden sind für unser jetziges Haus. Also ich meine, da warten wir besser noch ein bisschen. Warum ich die Quest übrigens auch noch mit nebenbei angenommen habe. Ich habe so nebenbei die Hoffnung, dass wir rein zufälligerweise einen weiteren Edelstein erwischen. Es wäre sehr schön. Weil die Edelsteine, die sind bis auf einige wenige sehr random verteilt. Na, was heißt random? Aber sie haben immer bestimmte Standorte zwar, aber es ist immer wieder trotzdem schwer, auch wenn man das Spiel schon zig Male gespielt hat, sie wiederzufinden. Aber ich meine, ich bin trotzdem schon froh, dass ich 11 gefunden habe und weitere, Moment, 4, 5, ich glaube 6 Positionen kenne ich noch. Wo sich welche aufhalten. Problem ist halt nur, mit Fraktionen zu tun. Feine Kleidung. Habt ihr... nee, die hat auch keine Dings. Das ist ja blöd. Wie viel kriegst du denn für die Axt? Jo, perfekt. Dann kriegst du die so. Keine Musik. Atreus Nachricht, die behalten wir. Ihr seid im Kram mit Charme jederzeit willkommen. Wie charmant. So, Freunde, ich würde sagen, dann machen wir uns jetzt mal geschwind auf den Weg. Machen wir zuerst die Bruchturmschanze oder die Tiefenwaldschanze? Ich würde vorschlagen, wir machen erstmal die Tiefenwaldschanze. Okay, die Tiefenwaldschanze scheint sich ein bisschen tiefer zu erstrecken. Ha! Wir sind ja auch Tiefenwaldschanze. Und nicht Dünnwaldschanze. Ja, sehr schön, Lars. Oh Mann, ey. Ach, da ist ja schon einer von denen. Ich korrigiere. Hier so hervorlugt, so. Aber seht ihr das, wie sich unser Auge schon wieder langsam füllt? Ja, der ist down. Und der auch gleich. Oder die. Nächsten der. Und tschüss. Wie der Bogen fliegt. Oh, schön. Ah, es macht schon wieder Spaß. So macht das Spaß. Mal. Oh, da hinten ist noch jemand. Aber wenn das mal nicht eine... Nee, ein Dornherz wahrscheinlich nicht. Sie ist auf jeden Fall weiblich. Und geht einfach... Ernsthaft?
Habt ihr das gesehen? Ich habe gerade geschossen, da weicht sie aus. Brandschatzer ist sie, alles klar. Aber ist magiekundig. Schlecht. Und natürlich wird sie uns finden. Sehe ich schon. Ja, war klar. Nix genug. Stirb. Selbst schuld. Jetzt rennst du auch zu mir. Hättest du nicht machen müssen. Selber schuld. Schönen guten Tag. Ich bin einmal hier zu bluten. Oh, das ist aber nett. Leider kein Edelstein. Schade. Wäre natürlich schön gewesen, wenn genau hier jetzt einer gelegen hätte. Aber nee, hier war keiner. Schade. Gut, dann wollen wir mal reingehen in die Höhle des Löwen. Oh Gott, ausgerechnet eine Krypta. Es sieht auf jeden Fall sehr kryptisch aus. Tiefenwaldschanze. Dann wollen wir mal, Jungs und Mädels. Männer und Frauen, wie auch immer. Ah ja. Ja, 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 ja. Ja, ich erinnere mich so ein bisschen an diesen Ort, ja. Lange her, aber doch, ja, die eine oder andere Erinnerung daran ist hängen geblieben, doch. Hier war doch bestimmt eine... Wusste ich's doch. Ich wollte nämlich gerade sagen, hier ist doch bestimmt eine Falle. Das sieht doch so nach Falle aus. Da unten wären nämlich Speere rausgekommen. Vulkanglaspfeile und 15 Gold. Danke dafür. Na, hoffentlich springen uns jetzt nicht gleich irgendwelche Untote noch nebenbei entgegen. Neben den Abgeschworenen. Also die Abgeschworenen reichen eigentlich schon. Ja, wenn man vom Teufel spricht, da sind sie schon. Bogenschütze und den anderen kann ich nicht identifizieren. Oh, Alter! Habt ihr das gesehen, wie er ausgewichen ist? Ist das so? Ich sehe es nicht so. Jetzt renn doch nicht weg! Mano! Ja, so ist brav. Schön zu Papa kommen. Und tschüss. Ja, ich bin ein Arsch, ich weiß. Macht nichts. Man muss ein Arsch sein auf dieser Welt. Oder wie war das? Ganz, ganz selten. Und nur im Spiel. In real life bin ich natürlich ein netter Kerl. Nö, nö, hier ist keiner. Nein, nein. Alles gut. Ja, genau, du hast es dir bloß eingebildet, genau. Du solltest nicht so viele Medikamente nehmen. Ist nicht gut für dich. Sowas finde ich immer wieder schön, wenn die Gegner sich denken, oh ja, da war ja nichts. Das ist ja alles gut. Ob ich die von da aus treffe? Ja, so natürlich nicht. So natürlich nicht. Tatsächlich. Durch das Gitter durch. Och, Lars. Das mit dem Bogenschießen müssen wir aber echt nochmal üben. Oh Gott, das sind Brandschatzer. Das sind die besten Abgeschworenen neben den Dornherzen. Die Dornherzen sind die schlimmsten. Leider. Aber die bringen... Ja, genau. Hast du dir bloß eingebildet. Oh, Alter! Leute, weicht doch nicht immer aus. Ja. Die hat's auf der Brücke zerlegt. So macht das Spaß, wenn die Beute hin und her läuft und keine Ahnung hat, wo ich eigentlich bin. So macht das Spaß. Das ist schön. Ja, tappt noch in eure eigenen Fallen rein, das ist in Ordnung. Hauptsache, ihr wisst nicht, wo ich bin. Und da ist die nächste down. Da war es nur noch einer. Hier ist keiner. Ich feg nur mal durch hier. Ich weiß, ich kann so gemein sein. Oh. Und tschüss, Mann. So liebe ich das. Und das ist sowohl für die Schießkunst als auch für das Schleichen gut. Zwei Fertigkeiten zum Preis von einer. Ist doch geil, oder? Also ich finde es richtig geil. Die Falle wurde auch nicht ausgelöst.
Das wäre nämlich wieder diese Schwingen. Wie nennen die sich? Pendel? Ich glaube, Pendel nennen die sich. Die Dinger wären es wieder gewesen. Oh, was haben wir hier? Mächtigen Seelenstein. Der sah auch mächtig aus. Übrigens, hier liegen Eisruhen. Deswegen muss ich gerade... Autsch. Bisschen vorsichtig sein. Sagte er und wurde fett getroffen. Aber gut, dass ich die Gegner auf der Brücke gekillt habe. Sonst wären sie spätestens jetzt aufmerksam geworden. Alle spätestens jetzt wären sie wach geworden. Ist aber auch fies hier. Dass sie hier die Minen wirklich regelrecht gelegt haben. Mann, 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 Mann. Auf Meister, okay. Boah, stellen wir uns mal der Herausforderung, ne? Ach, Mensch. Egal, bringt uns einen Skillpunkt. Das ist in Ordnung. Ah! Wir haben einen Anhaltspunkt. Das ist schon mal gut. Anhaltspunkte sind immer gut, wollte ich sagen. Ja! Passt. Wunderbar. Schlossknacken auch nochmal gesteigert. Stahlschwert. Wow, ernsthaft? Hier sehe ich eine Falle. Was? Okay. Die Tür, die uns weiterführt, ist mit einem Meisterschloss gesichert? Warum das denn? Was soll denn der Blödsinn? Huh. Ach so. Hier ist einfach Sackgasse, okay. Verstehe. Ja gut, wenn er so ist. Sendschreiben der Abgeschworenen. Alaric, ihr sollt nicht glauben, dass wir uns hier im Norden die Bäuche vollschlagen und die Zügel schleifen lassen. Unsere Materialchen hat gut daran getan, uns herzubringen. Unser Lager ist sicher und unsere Reihen füllen sich. Wir werden nicht mit euch zusammen in den Schatten herumschleichen und mit Gesocks und Speichelleckern schmutzige Intrigen aushecken. Wenn wir zuschlagen, dann mit Gerissenheit und aller Härte. Sodass die Besatzer vor uns im Staube kriechen, wie es sich für wahre Bürger von Reach gehört. Alles klar. Ich lese hier, Ebenerz Arx wird gleich einkassiert. Hier war doch auch gerade was. Hexenrabenfedern. Okay, ich wollte gerade sagen. Oh. Guck mal, wer da im Bett liegt. Süße Träume. Nein, ich nehme den Schlüssel nicht mit. Obwohl, kann ich eigentlich, weil wir haben die Tür eh schon offen. Deswegen auch Meisterschloss. Jetzt weiß ich auch, warum. Alles klar. Das war also die Anführerin. Höchstwahrscheinlich. Oh, hier liegt noch ein Trank der Magiker rum. Ja, perfekt. Dann können wir jetzt wieder zurückgehen und gehen jetzt den regulären Weg. Aber mit Bogen bewaffnet, bitte. Danke. Lal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 a. Das macht wieder richtig Spaß, Leute. Komisch, ich tapp nicht in ihre... Einer wollte sich heilen. Einer wollte sich hier heilen. Man hört nämlich den Heilsound. Einer wollte sich auf jeden Fall heilen. Da hat sich das doch richtig gelohnt mit dem Schleichen. Die Wahnsinnigen von Reach, ja. Ja, damit sind die Abgeschworenen gemeint. Wie gesagt, so wahnsinnig sind sie gar nicht. Auch sie haben ihre Beweggründe, warum sie machen, was sie machen. Na, aber bloß wenn man es nicht versteht, heißt es noch lange nicht, dass sie deswegen wahnsinnig sind. Wahnsinnig ist sowieso ein dehnbarer Begriff, davon mal ganz abgesehen. Da muss man immer so ein bisschen mit aufpassen. Mit solchen Begriffen. Tiefenwaldtal. Aber mal sehen, was da jetzt noch auf uns zurollt. Viel dürfte es auf jeden Fall nicht mehr sein. Hoffe ich jedenfalls. Sagt er... Ach, ja, ich erinnere mich. Alles klar. Ja. Oh Gott, das war eine riesige Festung.
Ich erinnere mich. Ja, ja, ja. Oh, weia. Oh, das wird hart. Das ist eine richtig große Festung. Das Ding hier. So viel zum Thema, ja, das war, dürfte jetzt alles sein. Nee, denkst du, jetzt geht's erst richtig los. Aber Freunde, schöner Cliffhanger, das machen wir im nächsten Part. Ich weiß, Gemeinheit. Liebe Freunde, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einem neuen Part von The Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr es gucken werdet. Und sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen und bleibt gesund. Tschö, tschö.